Wir sind zu Lenovo weitergezogen und stehen hier mit dem K900. Das wurde bereits auf der CES angekündigt, war auch dort schon zu sehen, aber in den Händen konnte man es leider nicht halten. Wir sehen ein Smartphone mit 5,5 Zoll Display, 1080p Auflösung, sehr flach, allerdings auch wirklich sehr groß, was auch an dem großen Rahmen oben und unten liegt. Besonderheit an diesem Smartphone ist die Clover Trail Basis, ist also ein Atom-Prozessor von Intel verbaut, ein Dual-Core mit Hyper-Threading, der vermeintlich sämtliche Smartphones am Markt in den Benchmarks niederreißen wird. Ob das tatsächlich geschehen wird, werden wohl erst die ersten Vergleiche zeigen müssen. Wann das Gerät auf den Markt kommt und zu welchem Preis, kann Lenovo noch nicht sagen. Trotz der Hardware-Basis wirkt die Oberfläche noch etwas hakelig zum Teil. Der Kalender ruckelt ins Bild. Die App-Übersicht hingegen ist mit der Animation relativ flüssig. Allerdings sagt Lenovo auch, dass es noch keine fertige Version ist und dass auch am Gerät selbst noch ein Finish vorgenommen wird.